möchte über zwei Sachen sprechen heute Abend, da ich ja mir am Herzen liegt, diese Übungen der Vergegenwärtigung oder der Geistesgegenwart euch ans Herz zu legen. Spreche ich oft bei meinen Kursen am ersten Abend etwas über die Definition von Achtsamkeit oder was die Lehrreden dazu sagen. Und ich möchte abweichen, ich weiß nicht genau aus welchem Grunde heute, aber es scheint mir, ich möchte abweichen von diesem Muster. Ich würde heute Abend gerne über Dukkha sprechen, über Leid, die Erfahrung der Unzulänglichkeit und über drei ganz spezifische Strategien, wie unsere Achtsamkeit uns Möglichkeiten erschließt, wie wir mit Formen von Dukkha umgehen können. Der erste Teil, den möchte ich in buddhistischen Begriffen abhandeln, weil die mir bei weitem differenziertesten scheinen an diesem bestimmten Thema. Und den zweiten Teil vielleicht dann eher in psychologischen Begriffen, wiewohl die Inhalte buddhistischer nicht sein könnte. Ja. Also Dukkha, einige von euch sind alte Hasen und Häsinnen und fürchten natürlich gelangweilt zu werden, wenn ich das sage. Und einige von euch sind neu auf der Wiese und ich denke, es lohnt sich, über diesen Begriff etwas nachzudenken. Ich muss auch gestehen, leider gibt es viel Darlegungen zu diesem Thema, die mir scheinen kürzer zu liegen, als der Buddha das gemeint hat. Und ich bezichtige damit meine eigene Sorte von Mensch, nämlich Meditations- und Dhamma-Lehrer, gelegentlicher Reduktionismen und etwas zu kurz zu liegen mit Darlegungen von Dukkha. Dukkha, um beim Wort zu beginnen, setzt sich zusammen aus einer Vorsilbe, du, die bedeutet so etwas wie eng, dreckig, gemein, nieder, und ka, der zweite Teil des Wortes, bedeutet Raum. Er ist an sich sehr unspezifisch, dieser zweite Teil. Er taucht meistens auf mit anderen Vorsilben oder in Kompositen. Ein solcher Raum, um es gleich vorwegzunehmen, ein solcher Raum ist der Raum, den zum Beispiel ein Achsenzapfen einnimmt, wenn er in die Höhlung, in der Narbe eines Holzrades hineingeht. Ja, um ein ganz deutliches und anschauliches Beispiel für einen solchen Raum zu prägen. Der Hohlraum, in den der Achsenzapfen einer Achse eines Ochsenkarrens hineinführt. Ja, das ist ein Ort, der ist eng, der ist dreckig und er geht rum und rum und rum und rum. Diejenigen von euch, die mit dem Begriff Samsara vertraut sind, werden sich an diesen Rum und Rum und Rum Prozess erinnert fühlen. Also, Dukkha ist eine Erfahrung, in der es sich eng, dreckig, gemein und beklommen anfühlt. Und es ist wichtig zu verstehen, dass das, was der Buddha mit Dukkha meint, nicht konkrete äußere Vorkommnisse sind, sondern das ist eine psychische Verfassung, die mit uns geschieht, in die wir verfallen, wenn uns bestimmte Sachen gegen den Strich laufen, die Wechselfälle des Lebens uns beuteln oder wenn wir schlicht nicht kriegen, was wir gerne wollen. Dukkha ist nicht das Äußere, obwohl es ein paar konkretistische Definitionen von Dukkha gibt, bei denen es heißt, Dukkha ist Alter, Krankheit und Tod, Dukkha ist nicht zu kriegen, was man wünscht, Dukkha ist mit Unlieben vereint zu sein, von Lieben getrennt zu sein. In Kürze, Dukkha ist jegliches Anhaften im Bereich der fünf Erlebensaspekte, im Bereich der fünf Khandhas. Das ist die einfachste Definition von Dukkha. Lassen wir uns von dieser Definition nicht darüber hinwegtrügen, dass Dukkha nicht das spezifische äußere Vorkommnis ist, sondern es ist der innere Zustand, der bei uns stattfindet, wenn wir Unzulänglichkeit in ihren verschiedenen Formen begegnen. Dukkha ist etwas, was das Herz befällt. Mein Herz
da, wo das Herz und der Geist noch nicht getrennt sind, das, was die buddhistische Psychologie Citta nennt. Dieses Citta ist anfällig für eine Verfassung, die nennt sich Dukkha, wenn bestimmte Dinge eintreten, die mir schmerzlich sind, die mir die Erfahrung von Verlust bringt, oder Enttäuschung, oder Frustration, oder Bitterkeit. Im Einzelnen können das ganz, ganz viele Sachen sein, aber die Verfassung, die in meinem Herzen entsteht, das ist, was der Buddha mit Dukkha meint. Wenn der Buddha meint, dass wir diese Dukkha ablegen können, er redet in verschiedenen Sprachen über Dukkha. Einmal redete er über Dukkha in den Wahrheiten, und in diesen vier Wahrheiten lässt sich Dukkha nicht gänzlich ablegen, weil selbst wenn wir erleuchtet sind, haben wir immer noch Rückenweh. Selbst der Buddha hatte Rückenschmerzen. Sagt manchmal, Sariputta, gib du den Vortrag heute Abend, ich lehne mich an diese Säule hier, ich habe Rückenschmerzen. Selbst der Buddha stirbt an blutiger Ruhe. Er hat Schmerzen. Also, die Qualität von Dukkha, von denen die vier Wahrheiten sprechen, als einer menschlichen Grundbefindlichkeit, diese Form von Dukkha, die lässt sich nicht in Gänze ablegen. Ja? Diese Form von Dukkha, da gibt es einen Rest von Dukkha, der selbst dann noch körperlich spürbar ist, wenn wir gänzlich befreit sind. Das mag enttäuschend sein. Ja. Tut mir leid, ich hätte es auch gerne andersrum, aber intellektuelle Redlichkeit gebietet mir, da keinen Etikettenschwindel zu betreiben. Es gibt eine zweite Darlegung von Dukkha. Dieses Mal wird Dukkha dargelegt in Begriffen des bedingten Entstehens. Und in diesem Zusammenhang bedingten Entstehens, das ist die berühmteste Fassung, davon hat 12 Glieder, 12 Stationen quasi, die der Buddha benennt, aber es gibt viele andere Fassungen mit Varianten von diesen 12 Gliedern und manche davon sind 6 Glieder, manche davon sind 11. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Ausführungen von der Darlegung dieses bedingten Entstehens. Das letzte Mal, als ich gezählt habe, waren es etwa 80 Lehrreden, die dieses Thema ansprechen. Und Dukkha in diesem Zusammenhang kann gänzlich aufgehoben werden. Wir haben also zwei Sorten von Dukkha. Der Dukkha der vier Wahrheiten hat mit dem Leid zu tun, dem wir unweigerlich anheimfallen, einfach durch den Umstand, dass wir in einen menschlichen Körper geboren sind und dieser Körper Bedürfnisse hat, die man gelegentlich befriedigt kriegt und gelegentlich nicht. Gelegentlich reicht's gerade so, gelegentlich ist es ein bisschen nicht genug. Diese Dukkha-Form hat damit zu tun, dass wir in wesentlichen Bereichen unseres Lebens nicht Kontrolle haben, die ganz ausschlaggebend sind für unser Glück. Und die hat damit zu tun, dass dieser Körper anfällig ist auf Krankheiten und er ist sterblich. Und diesen Umstand können wir, egal wie erleuchtet, nicht einfach ablegen. Was wir ablegen können, das ist eine Sorte von Dukkha, die ist freiwillig. Ja. Eine vielleicht etwas simplistische Aussage sagt, Schmerz ist unumgänglich, aber Leiden ist freiwillig. Ja. Und in dieser etwas hemdsärmeligen Verkürzung liegt begraben, dass wir aus einer bestimmten Menge an unumgänglichen Schmerz sehr wohl unglaublich viel Leiden herauskriegen können, wenn wir das falsch anstellen. Ja, wenn wir das dumm anstellen, dann können wir aus ein bisschen Schmerz ein riesengroßes, dramatisches Leiden machen. Der Buddha spricht über Dukkha als einem direkten Resultat von Formen des Begehrens. Das ist eine schwierige Stelle. Ich habe das immer eine schwierige Stelle gefunden in der Buddha-Darlegung. Wie soll Alter, Krankheit und Tod etwas damit zu tun haben, ob ich Begehren habe oder nicht? Angenommen, ich hätte kein Begehren, würde ich denn nicht alt, nicht krank, nicht sterben?
irgendwie, das hat mir nie wirklich eingeleuchtet. Ja. Die Darlegung, die Dukkha zurückführt auf Formen des Begehrens, wie sie in der zweiten Wahrheit zur Rede kommt, gilt es weiter zu fassen. Erstens mal ist das, was der Buddha mit Begehren meint, nicht das, was wir mit, auf Deutsch mit Begehren oder Verlangen meinen. Lass uns das einmal genauer anschauen. Wenn der Buddha sagt, dass all unserem Verlangen und Begehren unweigerlich eine Qualität von Leiterfahrung folgt, dann klingt es auf den ersten Anhieb nicht sehr glaubwürdig, ja. Ich kann sagen, wenn ich müde bin und ich will ins Bett liegen und dann liege ich ins Bett, wo ist da der Leidensaspekt? Ja. Mein Bett ist weich, mein Bett ist warm, es ist nett dort, ich bin müde. Wo ist der Leidensaspekt? Es leuchtet nicht ein, dass da irgendein Leidensaspekt drin ist. Der ist nicht direkt in der unmittelbaren Erfahrung. Ja. Der liegt darin, erstens mal liegt er darin, dass ich nicht ewig im Bett bleiben will. Ja, es ist nicht so, dass das Bett die Lösung all meiner Probleme ist und künftig bin ich ein glücklicher Mensch bis ans Ende meiner Tage unter meinen Laken und meinem Duvet und bin glücklich und zufrieden und bleibe dort einfach. Ne? Schau einfach, dieser kleine Umstand setzt dem Glück, das mir mein Bett bedeuten kann, einen zeitlichen Rahmen. Ich bin glücklich 10 Minuten, dann bin ich eingepennt und dann das nächste Moment von Bewusstsein ist, wenn mein Wecker klingelt und dann bin ich gerade nicht glücklich. Ja? Also mein Glück, das mir das Bett bietet, in dem ich doch einen beträchtlichen Teil meines Lebens verbringe, dieses Glück erstreckt sich auf die ersten 10 Minuten und dann sind lange Strecken von relativ verringerter Bewusstheit und dann kommt das Klingeln des Weckers am anderen Ende. Ja? Also die subjektive Glückserfahrung, die mir mein Bett bringt, selbst wenn es mir müde winkt, ist relativ beschränkt schon. Ja? Ich denke, das Glück von Betten wird überzeichnet, ja? Wenn ich das mal so statistisch in den Raum stellen darf. Ja? Der Buddha spricht von 3 Sorten von Begehren. Lasst euch nicht kopfscheu machen von dem Umstand, dass wir natürlich versuchen, die Darlegungen aus buddhistischer Psychologie ins Deutsche zu heben oder ins Englische oder Französische und dass wir die zentralen Schlüsselbegriffe mit Begriffen wiedergeben, die bereits Bedeutungen haben in unserer Sprache. Und das bedeutet dann schließlich, dass die Bedeutungen, die aus unserem Sprachgebrauch nicht alle gemeint sind, sich mit den Bedeutungen, die aus der buddhistischen Psychologie kommen, vermengen. Ja. Manchmal ist es mehr oder weniger glücklich und manchmal ist es nicht sehr glücklich. Jetzt ganz viele Begriffe aus der buddhistischen Psychologie werden verkürzt, einfach durch unseren Akt des Übersetzens. Und das Beispiel ist relativ wenig eine Rolle, ob wir das Deutsch oder Französisch oder Englisch machen. Französisch ist vielleicht noch am vertracktesten, scheint mir, weil dort sind die Begriffe oft noch enger. Aber Begehren und Verlangen auf Deutsch redet von einer Intensität von Wunsch, die viel stärker ist als das, was buddhistische Darlegung meint, wenn sie von Chanda redet oder von Icha redet oder von Tanha redet. Ja, das wären die Begriffe in der Ursprache. Dieses Begehren aus buddhistischer Psychologie, das kann ein ganz, ganz zartes, feines Wünschen sein. Und es kann das eher handfestere Gelüsten sein, wenn wir gerade im Begriff sind, unsere Zahnreihen in einen Hamburger zu senken. Ja? Beides sind vielleicht unterschiedliche Intensitäten einer Qualität, die in buddhistischer Psychologie immer noch Begehren heißt. Ja? Aber wenn ihr die Stille genießt bei einem warmen Tag wie heute und durch den Wald geht und ihr merkt, diese Stille ist punktiert von Vogellauten und erst in der Punktierung dieser Stille von Vogellauten wird euch die Tiefe der Stille klar. Ja? Und ihr beginnt das wirklich zu genießen. Ja? Dann ist das aus Sicht buddhistischer Psychologie bereits eine Form von Begehren. Ja? Währenddem ihr auf Deutsch das Wort Begehren für diesen Wunsch
wahrscheinlich nicht verwenden würdet. Gehe ich mal davon aus. Also, Tanha als die Quelle oder als eine der Quellen von Dukkha hat einen sensorischen Aspekt. Die erste Ebene von Tanha ist Kama Tanha. Kama, bitte mit langem A, ja. Kama für Sinnlichkeit, Sinnesgenuss, Sinneswelt. Nicht Kamma, das wäre ein kurzes A und zwei M, das wäre das Handeln. Das eine kommt von Kamati, mögen, und das andere von Karoti, machen. Oder tun, oder arbeiten. Also, Kama Tanha bedeutet Formen des Begehrens, die in unserer sinnenhaften Welt begründet liegen. Das sind all die Dinge, die wir sehen, hören, riechen, schmecken, spüren können. Das wäre einigermaßen überschaubar. Aber in buddhistischer Psychologie kommt noch der sechste Sinn hinzu, und das ist unser Denken, unser Verstandessinn. Und auch der hat Sinnesobjekte. Diese Sinnesobjekte für den Verstand sind Vorstellungen, Bilder, auditive Erinnerungen und Erfahrungen. Es sind die Dinge des Geistes, die Gegenstände dieses sechsten Sinnes sind. Alles, was ich mir wünschen kann in diesen sechs Sinnesphären, ja, ob das nun der Big Mac ist oder ob das noch einmal die Lektüre des dritten Sonettes an Orpheus ist, aus der Rilkischen Sammlung der Sonette an Orpheus. All das ist Begehren, versteht ihr? Jetzt, egal was ihr denkt, ob Begehren gut ist oder schlecht, ob Begehren eine sinnliche Sache ist und ohne Begehren läuft hier nichts auf dieser traurigen Welt, oder ob ihr denkt, Begehren ist verpönt, ich sollte nicht begehren, das spielt eigentlich herzlich wenig eine Rolle. Wir sind Begehrensmenschen. Ja, Begehren findet statt. Wir haben Formen des Begehrens, alle von uns, und das ist die Wirklichkeit. Und mit dieser Wirklichkeit gilt es zuallererst einmal, völlig amoralisch ins Reine zu kommen. Dass wir Begehrensmenschen sind, dass wir Begehrenskörper haben, dass wir von Wünschen durchsetzt sind und dass wir die nicht alle durchkriegen, diese Wünsche. Ja? Erstens mal, da gibt es Beschränkungen. Leute haben viel Zeit investiert in die Domestizierung unserer Person. Dann gibt es Wünsche, die sind gesellschaftlich akzeptabel. Und dann gibt es Wünsche, die sind gesellschaftlich nicht sehr akzeptabel. Dann gibt es Wünsche, die sind gesellschaftlich geradezu verpönt. Und dann gibt es Wünsche, die sind gesellschaftlich geradezu faszinierend verpönt. Ja? Aber auf jeden Fall haben wir Formen des Begehrens. Und sei es nur das Begehren, in Ruhe gelassen zu werden oder keine Verantwortung zu tragen oder einfach Karten spielen zu dürfen oder ja, Begehren, dass man mir keine dummen Fragen mehr stellt oder Begehren, dass ich einfach kriege, was ich will. Ja, es gibt tausend Formen des Begehrens. Der ganze Bereich von Kama Tanha, Begehren im Bereich der Sinne, scheint relativ plausibel. Es ist der Wunsch nach Erfahrung. Es ist der Wunsch nach einer oft Intensivierung oder Verfeinerung oder in einer bestimmten Weise Kontrastierung meiner Sinnentätigkeit, von der ich mir Glück, wenigstens ein zeitweiliges Glück verspreche. Fußnote, der Buddha hat diese Sorte von Begehren übrigens nie die Wirklichkeit abgesprochen. Er hat nie gesagt, dass es kein solches Glück gibt. Im Gegenteil, er macht Zugeständnisse, er sagt, vielfältig sind die Sinnesgenüsse, bestrickend, mannigfaltig und von einer tiefen Süße, ja. Der Buddha hatte keine Illusionen über die Erfahrung von sinnlichem Glück. Er sagte einfach, der große Haken daran ist, es hört auf, ja. Und wir gewöhnen uns daran. Und wenn wir uns daran gewöhnen, dann müssen wir entweder die Dosis erhöhen oder Variationen schaffen oder wir müssen zwischendurch fasten, damit es wieder schmeckt. Oder das Problem ist nicht, dass wir dadurch Glück erfahren, was wir über die Sinne erfahren, sondern dass wir eine Sorte von Glück erfahren, die uns nicht wirklich stillt, die uns abhängig macht, die uns in Bedürftigkeit und in Entbehrung zurücklässt, eine Sorte von Glück, bei der wir nie genug kriegen können.
Oder wenn wir genug kriegen, dann kriegen wir gerade so, kriegen wir Sättigung und kurz darauf Überdruss und dann wiederum eine Art Desensibilisierung. Das ist ein sehr schwieriges Unterfangen, Menschen sinnlich, glücklich und zufrieden zu machen. Wir alle haben diese Bedürfnisse, wir haben Wünsche und wir alle strengen uns an, dass wir es so kriegen, wie wir es gerne hätten. Ja. Es ist viel netter, in der neuen hellen Esshalle da unten zu essen, als wenn wir irgendwo in einem alten, verdreckten Ziegenstall essen müssten, nicht? Das Problem mit dieser Sorte von Glücksfindung über die Sinne ist, dass sie letztlich nie zur Ruhe kommt, dass uns die Stimulation unserer Sinne in einem gewissen Grade ermüdet und überdrüssig werden lässt und dass es nicht auf Dauer möglich ist, diese Stimulation aufrechtzuerhalten. Selbst wenn ihr die Möglichkeiten dazu habt, irgendwann gehen uns die Zähne aus. Ja, wir alle kennen die Intensität pubertärer Reizüberflutung und dass das irgendwann mal abnimmt. Wenn man ein gewisses adoleszentes Alter einmal überschritten hat, dann schmecken Zuckerwatten irgendwie einfach nie mehr so gut, wie sie mit 12 geschmeckt haben. Und das ist nicht etwas, das man wirklich ändern kann. Es ändert sich einfach. Ja, und in diesem Prozess werde ich ein anderer. Und die Dinge, die verheißungsvoll waren, sind es plötzlich nicht mehr. Die zweite große Energie, die aus Begehren spricht oder in der Begehren unsere Leiterfahrung konditioniert, ist ein Bereich, der fällt schon nicht mehr in den Bedeutungsumfang des deutschen Wortes Verlangen oder Begehren. Die Sprache des Pali spricht davon von Bhavatanha und das ist wörtlich übersetzt, bedeutet es das Begehren, etwas zu werden. Und das heißt, die Position, in der dieses Begehren mich erfasst, ist eine Position, in der ich sage, so wie es ist, ist es nicht gut genug. Ja. Es ist die Entbehrungsposition, es ist die Position, die sagt, nicht genug. Ich habe zwei kleine Nichten und habe mit Faszination gesehen, wie die sich Sprache angeeignet haben. Und die ältere der beiden hat mich sehr fasziniert. Eine der ersten wirklichen Aussagen, die sie gemacht hat, da am Küchentisch beim Essen. Und diese Aussage, die hieß, Nomé, Nomé. Ja. Meine kleine Schweizer Nichte spricht noch mehr. Ja. Das war eines der ersten wirklichen syntaktischen Wunder, das sie geäußert hat. Ja. Und es ist eine sehr klare Willensäußerung, ja, die umfasst in großer Ökonomie genau die Thematik, von der ich spreche. Sie hat in meinem Ohr etwas durchaus Poetisches. Ja. Und die Aussage ist, so wie es ist, ist es nicht genug. Ich bin da, wo ich bin, nicht zufrieden. Es muss mehr her. Ja? Noch mehr, noch mehr. Und jetzt die Dinge, derer noch mehr sein könnte. Diese Dinge sind viele. Das kann sein mehr Intensität. Es kann sein mehr. Hier, das ist wichtig, geht es nicht mehr um sinnliche Dinge. Ja? Das habe ich vielleicht unterschlagen. Das, was nicht genug ist, bezieht sich nicht mehr auf sinnliche Dinge. Es bezieht sich auf, nennen wir diese mal abstrakter, es bezieht sich auf Dinge wie Macht, Kontrolle, Reichtum, Liebe, Einfluss, Anerkennung, solche Sachen. Das ist nicht mehr Karmatanha, das ist nicht mehr die Maximierung von Sinnenerfahrung, sondern es ist die Maximierung von anderen Qualitäten, die in meinem Leben nicht mittelbar sinnlich sind, sondern sie haben zu tun mit einem größeren abstrakten Kontext, mit meinem Wertegefüge. Stellt euch mal vor, wie viel Menschen sich bemühen, Anerkennung zu kriegen. Wie viel Menschen sich bemühen, Einfluss zu kriegen, Macht zu kriegen, Kontrolle zu kriegen, Reichtum zu kriegen. Wie viel mehr noch Menschen sich bemühen, geliebt zu werden, was wir nicht alles tun, um geliebt zu werden. Wir kriegen sehr schnell raus, wie die Chancen am besten stehen, geliebt zu werden.
Einige von uns entscheiden sehr, sehr früh, sehr, sehr früh, ob es sich mehr lohnt, lieb zu sein oder böse zu sein oder nützlich zu sein oder ganz leise zu sein oder ganz unentbehrlich zu werden. Wir haben tausend Strategien und diese Strategien entscheiden sich erschreckend früh als die für uns wirksamen Strategien, mit denen wir unser Plätzchen kriegen, wo wir Anerkennung, Wertschätzung, letztlich Liebe kriegen. Das ist kein Geheimnis. Aus Sicht buddhistischer Psychologie fällt das alles im Bereich von Bhava Tanha. Es ist der Wunsch, dass etwas sich mehre. Etwas, was abstrakt ist und etwas, was wir in Teilen brauchen. Da sind Bedürfnisse drin. Aber in Teilen ist es auch nicht mehr, was wir brauchen. Sondern wir wollen einfach mehr davon. Wir haben uns an das gewöhnt und es reicht uns nicht und wir denken, dass mehr davon würde uns reichen oder würde sich jedenfalls besser anfühlen. Okay, vielleicht macht mich mein Porsche nicht glücklich, aber wenn ich im überfüllten Bus nach Hause fahren müsste ohne Porsche, dann würde mich das wahrscheinlich auch nicht glücklicher machen. Ne? Wir denken so. Diese Form von Kraft, die in uns nach Maximierung drängt, die in uns Wünsche auftauchen lässt, sagt der Buddha, führt nicht nur zu Wohlstand und ist eine beträchtliche zivilisatorische Kraft. Diese Kraft führt immer auch individuell erfahren zu Formen des Leides, ja, zu Formen der Enttäuschung, zu Formen des Überdrusses, zu Formen der Komplexität. Sie führt dazu, dass wir uns anstrengen für Dinge, die wir vielleicht gar nicht brauchen. Oder kürzlich habe ich das sehr hübsch gesehen. Ich glaube, das war ein etwas gestrenger japanischer Manager, der, weiß nicht mehr, ob er das über die Deutschen oder über die Amerikaner gesagt hat, dass sie Autos fahren, die sie sich nicht leisten können, dass sie Autos in einer Größe kaufen, die sie nicht brauchen, mit Geld, das sie sich nicht leisten können, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen. Ja. Ich denke, das ist eine interessante Aussage. Nicht? Das aus dem Munde eines Managers macht das etwas weniger Eindruck, weil man da gewisse Konkurrenz wittern muss. Aber ich denke, als Beobachtung ist es recht zutreffend. Ja. Und Hand aufs Herz, in wie vielen Fällen trifft das nicht zu, dass wir uns im Bereich dessen, was buddhistische Psychologie hier Bhava Tanha nennt, der Wunsch nach einem Mehrwerden in diesen Bereichen von Kontrolle, Macht, Anerkennung, Reichtum, Liebe, da ist ganz viel Energie von uns geht da rein. Ja, ganz, ganz viel von Energie. Wenn ihr euch mal überlegt, wie viele Menschen sich angestrengt haben, um Einfluss nicht zu verlieren. Ja, nachdem sie längst aufgehört haben, sich sinnlich einen Nutzen zu verschaffen von diesem Einfluss, verschafft ihnen den Einfluss zu haben, eine Art der Genugtuung, die in keinem Verhältnis mehr steht zu Sinnengenuss zum Beispiel. Der Kick, den es bedeutet, Macht zu haben. Der Kick, den es bedeutet, Kontrolle zu haben. Unter anderem auch Kontrolle zum Beispiel über sich selbst. Kontrolle über seine Mimik. Ich kann ein Pokerface aufziehen und keiner sieht mir an, was in mir vorgeht. Kontrolle über meine Bedürfnisse. Keiner klickt mich mehr rein, weil ich Sex brauche oder Essen oder weil ich anerkennungsbedürftig bin. Ich brauche niemanden. Auch Meditierer sind nicht ganz gefeit gegen solche Sachen. Ja. Die sitzen da, dann haben sie alle fünf Khandas hier in dieser Faust. Absolut achtsam. Nichts regt sich mehr, ohne dass es bei mir kommt. Und dieses Gefühl der Ermächtigung ist da irgendwie einen durchrauscht, wenn man merkt, wow, ja, ich hab's. Buddha am Rockzipfel, Samsara in meiner Linken. Ja. Jetzt läuft's. Ja. Nichts geht mehr schief. Jetzt habe ich es im Griff. Das war's. Ja. Ich knüppel mich hier durch. Ja. Ich denke,
das Kichern verrät mir, dass ihr, dass es da eine gewisse Selbsterkenntnis gibt. Babatan heißt eine große Nummer in unserem Leben. Das ist buddhistische Psychologie mit das, der Wunsch nach Werden oder nach einer Maximierung des Werdens nennt, ja, ist ein großes, großes Potenzial in unserem Leben. Ja. Und natürlich ist solchen Wünschen eine ihnen eigene Schmerzlichkeit inne. Nämlich, dass es vielleicht einen Moment gibt, wo mir die Kontrolle entgleitet. Dass es einen Moment gibt, wo ich nicht mehr inspiriert sein kann. Ich weiß, ich war nie wirklich inspiriert. Ja. Ich habe immer Leute, also ich, auch im Kloster, ich war nie wirklich einer der groß Inspirierten. Ja. Und da gab es Leute, die waren einfach, die waren wirklich inspiriert. Wirklich inspiriert. Aus meiner Sicht geradezu widerlich inspiriert. Ja. Und ich habe sie wahlweise beneidet für ihre Inspiration und auch nicht ernst nehmen können. Und ich weiß, wie ich erlebt habe, wie Menschen aus ihrer Inspiration rausgefallen sind. Und es schien mir, als ob sie quasi spirituelle Praxis oben im Tempel begonnen hätten und dann fallen sie irgendwie durch den Fußboden durch in die Werkstatt runter, ins Sägemehl und in die weniger inspirierenden Umgebungen der spirituellen Werkstatt, ja, die Mechanikabteilung oder so. Und wie hilflos Menschen waren, die sich an ein gewisses Maß an Inspiration gewöhnt haben, plötzlich irgendwo im Dreck spirituellen Realismus anzukommen, ja, wo man einfach nicht sauber bleiben kann, ja, wo eure Selbstbilder es nicht überleben. Und habe gemerkt, dass mein Mangel an Inspiration mich in solchen Augenblicken geholfen hat. Ja, weil ich war das gewohnt. Ich lebte dort. Ja, für mich war das Alltag. Das ist irgendwie schmuddelig zugeht, dass man nicht mit sauberen Instrumenten an einem sauber deklarierten Objekt sauber Versuchsanordnungen durchexerzieren kann, ja, so wie sich das wissenschaftlich aufreihen würde. Ja? Für mich war spirituelle Praxis immer eine drollige Sache, in der man mit einem Geist, der schon von Anfang an das Problem ist, versucht zu verstehen, was in diesem Geist vorgeht. Ja, das ist so, wie wenn man im Halbdunkel in die Werkstatt hinabtapst und dann eine unaufgeräumte Werkbank vorfindet und dort nach dem richtigen Instrument irgendwie grapscht und dann versucht, irgendetwas zu richten. Ja, so war das für mich immer. Und Menschen, die von Inspiration getragen wurden, deren Blick sicher auf das Ziel geheftet war, ja, und die dann über die Wirklichkeit gestolpert sind, auch die eigenen Wirklichkeiten, und dann plötzlich im Straucheln merkten, dass der Blick aufs Ziel nicht die alleinige die Garantie für Fortschreiten ist auf dem Pfade, sondern dass man auch ein paar Blicke auf die Stolpersteine werfen muss. Da habe ich gemerkt, dass mein Mangel an Inspiration mich ermächtigt, dass mir das möglich wird, eine Situation zu nützen, in der meine inspirierten Gefährten einfach nur noch sich selber bemitleidet haben und den Verlust ihrer Inspiration beklagt, geschweige denn etwas mit der Situation anzufangen verstanden, in der sie sich plötzlich fanden. Später dann fand ich gerade diese Situation inspirierend. Ich fand es inspirierend. Ich fand immer die Teile inspirierend in der buddhistischen Darlegung, vor allem des frühen Buddhismus, die andere Traditionen scheinbar beklagt haben. Ich fand immer den Realismus in dem frühen Buddhismus sehr faszinierend. Ich fand das psychologische Handwerkszeug, das dort vorhanden scheint, die Ermunterung zur Selbstbetrachtung, ja, statt zur Betrachtung des Göttlichen oder des Transzendenten oder der Adibuddhas oder der Trikaya oder der vielen Bodhisattvas oder der 84 Mahasiddhas oder all diese Sachen. Ich fand es immer faszinierend, dass der Buddha aus der Ecke, aus der ich komme, die Menschen ermutigt,
ihren eigenen Erfahrungsprozess genauer zu untersuchen und in dieser Untersuchung schließlich den Schlüssel findet zu Wachstum, den Schlüssel findet zu Freiheit, den Schlüssel findet sogar zu Glück. Lass mich zurückkrebsen. Lass mich zu der dritten Form von Begehren kommen. Wir haben die erste, Begehren der Sinnen. Die zweite, Begehren nach Werden, der Wunsch, etwas zu mehren, was im abstrakten Bereich stattfindet. Und schließlich die dritte Form des Begehrens, die in keiner westlichen, in keinem Bedeutungsfeld des Wortes Begehren oder Verlangen oder Wunsch wirklich zu finden ist. Diese Form des Begehrens, die heißt Vipavatanha, und sie bedeutet wörtlich der Wunsch nach Entwerden. Ja. Ein paar westliche Deuter der buddhistischen Darlegung haben sich darauf kapriziert, dass damit der freudsche Thanatos-Trieb gemeint sei, der Wunsch zu sterben, der Todeswunsch. Und ich denke, den könnte man da durchaus unterbringen, aber das ist natürlich weit weg von einer sehr, sehr viel naheliegenderen und praktischeren Anwendung dieser Form von Vibhavatanha, dem Wunsch, etwas loszuwerden. So viel in unserem Dasein ist nicht nur definiert durch Mangel und das Gefühl des Nicht-Genug, sondern es ist definiert durch ein Zu-Viel. Es ist definiert durch so geht es nicht weiter. Ja. Wenn die zweite Form von Begehren der Wunsch nach einem Mehr ist und die Position, aus der dieser Wunsch geäußert wird, ist die Position des Mangels, dann ist die dritte Form des Begehrens die Position des Überdrusses. Es ist die Position des Loswerdenwollens. Es ist die Position des aktiven Wunsches, etwas zum Verschwinden zu bringen, etwas zum Aufhören zu bringen, etwas zu beenden, etwas zu vernichten, etwas auf den Mond zu schießen, etwas definitiv nicht mehr auf dieser Welt zu wissen. Das kann harmlose Formen haben. Vielleicht kennt ihr das drollig befriedigende Gefühl, wenn ihr irgendeine leere Verpackung, nachdem ihr den letzten Rest da rausgeholt habt, zusammenschraubt und wegschmeißt. Ja? So, wieder ein hässliches Ding weniger in meiner Haushaltung. Ja? Ja, jetzt beginnen wir was Neues, Schönes, Volles oder so, und das hässliche, alte, ausgequetschte wird weggeschmissen. Ja. Das ist eine klare Befriedigung dieses Bedürfnisses, Dinge loswerden zu wollen. Manchmal ist es nicht ganz so harmlos, ja, wenn uns etwas entgegenkommt, was uns nicht in den Kram passt und wir versuchen es loswerden zu wollen. Wir schauen Leute an und sagen, was ist dein Problem? Das ist nicht meine Baustelle. Er ist zuständig. Ja. Wir versuchen, etwas abzuwimmeln oder wir versuchen, es aus der Welt zu schaffen. Manchmal versuchen wir, es zu verbieten. Darf der das überhaupt? Oder ich will sowas hier nicht. Ja. Auf Englisch gibt es dieses fürchterliche Idiom, we're not having this conversation. Ja. Diese Unterhaltung findet nicht statt. Ja. Wir haben diese Unterhaltung nicht. Oft genug sind viele unserer Wünsche nicht Wünsche, etwas zu mehren, sondern es sind die Wünsche, etwas loszuwerden, gerade im Umgang mit uns selbst. Wir werden Ärger los, wir werden Bedürfnisse los, wir werden schlechte Gewohnheiten los, wir werden Zerstreuung los, wir werden ganz viele Sachen werden wir los. Gerade meditierende, spirituell bemühte Menschen, wachstumsorientierte Menschen sind recht gut so im Loswerden wollen. Und halten das oft für spirituell. Ja. Ganz viel an Spiritualität kann sich kaschieren unter einem verbrämten, spirituell verbrämten Wunsch, eigentlich auszumerzen, loszuwerden, zu selektionieren und allenfalls Dinge wegzudrücken oder auf den Mond zu schießen, was immer besser geht. Ja. Jede ehrliche Selbstbeschäftigung wird euch wahrscheinlich auf Momente in eurem Leben bringen, in denen ihr den dringenden Wunsch habt, dass etwas verschwindet oder dass jemand verschwindet oder dass ein Anteil von euch verschwindet. Wer ist nicht da gewesen? Ja. Nachvollziehbar genug, verständlich genug und dennoch ist es eine Form von Begehren. Das ist, was der Buddha sagt.
Es ist eine Form von Begehren und jegliche solche Form von Begehren zieht nach sich einen mehr oder minder dramatischen Aspekt von Leid, von Dukkha. Das heißt, Ungenügen, Unzufriedenheit, Enge, Beklommenheit, das kann sein einfach Atrophie, Verkümmerung, das kann sein konstante Frustration, es kann sein Sinnentleerung. Das Dukkha hat viele Facetten. Es gibt ein Dukkha auf persönlicher, zwischenmenschlicher Ebene, es gibt ein Dukkha auf existenzieller Ebene, es gibt ein Dukkha auf körperlicher, auf seelischer, auf geistiger, es gibt ein dynastisches Dukkha, es gibt ein kollektives Dukkha, ja. Es gibt Dukkha auf ganz vielen Ebenen und wir entkommen dem nicht. Die meisten von uns nehmen Dukkha sehr persönlich. Da sind wir am besten. Wenn uns etwas, ja, das ist amüsant, wenn das anderen Leuten passiert, ja. Sie finden ihre ersten grauen Haare vor dem Spiegel und dann ist es ihr persönliches Altwerden, ja. Niemand ist vor ihnen alt geworden. Sie sind die Ersten, denen das jetzt widerfährt. Ich dachte, wie konnte mir das widerfahren? Ein graues Haar. Okay. Es ist eine Erfahrung. Erstes graues Haar, ja. Aber auf eine Weise ist es nicht wahnsinnig originell, nicht? Aus der Persönlichkeitswart ist es, das ist der klare Anfang vom trüben Ende, jetzt geht's bergab, das war das gute Stück, ja. Vielleicht. Auf einer anderen Ebene, mein Gott, da sind andere von mir ergraut, ja. Ich bin nicht alleine mit meiner Erfahrung, objektiv nicht alleine. Was ist das, ein graues Haar? Was das für eine Bedeutung hat, das trage ich auf dieses arme graue Haar hinzu. Was an diesem armen grauen Haar hängt, ja. Der Anfang von Alter, Krankheit und Tod, ja. Oder jetzt werde ich ein sexy Rentner, oder? Endlich stehen die Leute im Bus auf, wenn ich. Ja. Jetzt kann mich mein älterer Bruder nicht mehr kleiner nennen. Versteht ihr die Bedeutung, die das hat? Ist eine sehr, sehr persönliche Beilegung. Wir nehmen universelle Aspekte unseres Lebens auf eine Weise sehr persönlich. Wir konstruieren große Mengen von Leid aus dieser Personifizierung meiner Erfahrung als meine Erfahrung. Und natürlich spüren wir dieses Leid und dieses Leid wiederum gibt in uns Anlass zu dem Wunsch nach Trost, nach Ablenkung, nach Behebung, nach Sicherheit. Und die Erfahrung von Leid bestärkt uns in der Suche nach Sachen, die uns dieses Leid entweder vergessen machen oder beheben oder uns in Sicherheit bringen vor dem Leid. Mit anderen Worten, die Erfahrung von Dukkha lässt in einem Menschen, der nicht sich um Erwachen bemüht und um Geistesgegenwart bemüht, meistens den Wunsch in einer dieser drei Formen aufkommen, dieses Leid zu vergessen, es zu beheben, uns darüber hinweg zu trösten, uns davor in Sicherheit zu bringen, es kontrollieren zu lernen, uns von anderen Sachen ablenken zu lassen. Mit anderen Worten, je mehr Leid ich erlebe, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in eine dieser drei Formen von Begehren investiere, die als Konsequenz wiederum Leid haben. Das ist die Tücke dieses Kreislaufes. Und die Aufforderung des Buddha ist völlig kontraintuitiv. Ja. Etwas sucht in uns Glück, sucht in uns Wohlgefühl, sucht Befriedigung, sucht Sicherheit, sucht ganz viele Sachen, zwischenmenschlich, Nähe, Anerkennung, genau die richtige Sorte von Anerkennung, so dass es übertrieben, aber noch glaubhaft ist, ja. Schmeichelhaft, aber nicht so, dass es zu auffällig ist. Die richtige Sorte von Nähe zu der richtigen Zeit und immer wieder. Ja,
Da gibt es sehr, sehr konkrete Ansprüche, die wir hegen. Und in dieser Suche, diese Ausrichtung nach richtiger Stimulation, richtiger Sicherheit, richtiger sinnlicher Betätigung, richtiger sozialer Einbindung, in dieser Ausrichtung kommt uns die Ermutigung des Buddha, uns dem zuzuwenden, was uns schmerzt, als völlig kontraintuitiv vor. Er sagt, wir müssen uns dem zuwenden, was uns ängstigt, was wir befürchten, was uns unangenehm ist, was uns bedroht, was uns verunsichert. Nur in der Zuwendung unserer Aufmerksamkeit und unserer Intelligenz auf diese Dinge haben wir eine Chance, diese Dinge, vor denen wir uns ängstigen, bedroht fühlen, eingeschüchtert sind, deren Verlust wir befürchten, erst in unserer bereitwilligen Zuwendung zu diesen Dingen haben wir eine Chance, uns zu befreien von den Ängsten und Abhängigkeiten und Bedürftigkeiten. Das muss man ihm mal nachmachen. Menschen, die sagen, ich will Glück, zu sagen, okay, Kinder, ihr wollt Glück, aber wenn ihr wirklich Glück wollt, dann müsst ihr euch mit den Dingen abgeben, die euch unglücklich machen. Das ist eine ziemliche Steilvorlage für jede, sagen wir, Marketingagentur, die das verklickern müsste. Wie verklickert man Buddhismus? Leute wollen Glück und ihr sagt, vergesst das mit dem Glück, kümmert euch um euer Unglück. Findet genau hinaus, wie es funktioniert. Was macht ihr denn, damit ihr wirklich so erfolgreich unglücklich seid? Schaut genau hin. Und wenn ihr das lange genug tut, intensiv genug, mit tauglichen Mitteln, geduldig genug, dann werdet ihr verstehen, was euch glücklich macht. Das ist echt eine Steinvorlage für eine Marketingabteilung. Nicht schlecht, Buddhisten machen es nicht schlecht. Die verkaufen Mitgefühl, sie verkaufen Gelassenheit, sie verkaufen Lotusblüten. Ja. Manche gehen weiter, verkaufen Wellness, verkaufen Ganzheit. Ja. Die wirkliche Botschaft unter dem Polster, ja, liegt das Hufeisen. Und das Hufeisen sagt, es wird nicht anders gehen, als dass wir uns dem zuwenden, vor dem wir im Grunde genommen weglaufen wollen. Ja. Wachstum findet immer statt in der Begegnung dessen, was uns erschreckt, was uns bestürzt, was uns herausfordert, was uns ängstigt. Soweit ich das erkennen kann, ist in der Evolutionsgeschichte von Menschen in jeder Phase des Wachstums jeder Bewusstseinsschritt bezahlt worden mit einer Konfrontation mit dem, was den Menschen zu dieser Zeit und an diesem Ort die größtmöglichen Ängste hervorgerufen hat. Wir wachsen in der Begegnung mit dem, was uns zu überfordern scheint. Das sind die schlechten Nachrichten. Die schlechten Nachrichten sind, wir müssen uns mit genau dem abgeben, was wir eigentlich loswerden wollen. Bevor es weggeht, müssen wir es bereit sein zu haben. Das sind die schlechten Nachrichten. Schreiben wir nicht in unsere Broschüren, versteht ihr es? Ist nicht plausibel. Schlecht fürs Haus. Aber jetzt, wo ihr mal da seid, wollen wir es nicht vereinbaren. Die guten Nachrichten sind, dass es Möglichkeiten gibt, mit dem umzugehen. Die drei ganz konkreten Möglichkeiten, die uns Achtsamkeit oder Geistesgegenwart bietet. Oder lass mich sagen, es gibt für dieses Wort Sati in der Sprache des Pali eine Reihe von sehr tauglichen anderen deutschen Wörtern. Und lasst sie mich wenigstens aufzählen. Obwohl sich Achtsamkeit durchgesetzt hat, ich bin immer noch nicht ganz ausgesöhnt mit diesem Achtsamkeit. Es ist mir zu hausbacken, es ist mir zu aufpasserisch, es ist mir zu negativ konnotiert. Ja. Und die meisten von uns wissen nicht wirklich, was achtsam ist, aber wir wissen alle, was unachtsam ist. Ja. Unachtsam ist nicht aufpassen, anbrennen, absemmeln, verschütt gehen, so. Ja. Und achtsam ist im Umkehrschluss das Gegenteil. Aufpassen, kontrollieren, wachsam, sorgfältig. Das ist alles wahr, aber nur teilweise. Und es ist zu kurz.
achtsam sein im Sinne des Buddha, Sati, in unser Erleben hineinbringen, heißt nicht einfach aufpassen. Versteht ihr? Und wenn wir uns vom Bedeutungsfeld des Begriffes Achtsamkeit leiten lassen, das ist schon alt, man findet das schon bei Seuse übrigens, dort heißt es so etwas wie Sorgfalt, und das ist im Wesentlichen sein Bedeutungsumfang geblieben durch die Jahrhunderte, dann wird aus dieser Achtsamkeit etwas sehr viel Kleineres, und es wird etwas sehr viel Aufpässlerisches, etwas sehr viel, in gewissem Sinne, Misstrauisches. Und das ist nicht, was der Mutter gemeint hat mit deiner Qualität, die er als Sati beschrieben hat. Also, was wären Kandidaten, die sich anbieten für diesen Achtsamkeitsbegriff? Mein Liebster heißt Geistesgegenwart. Der ist auch nicht von mir. Der ist mindestens Janaponika hat ihn gebraucht, 1950, in seiner ersten Fassung des berühmten Geistesgegenwart Geistestraining durch Achtsamkeit heißt das Buch heute. Die erste Fassung hieß über die vier Vergegenwärtigungen der Achtsamkeit. Das war der erste Titel dieses Buches vor 60 Jahren. Also, Geistesgegenwart. Nicht im Sinne von geistesgegenwärtig schnappte sie sich die Gabel, bevor die anderen reinkamen oder so, sondern eine volle Gegenwart des Geistes für einen Sachverhalt, einen Prozess, eine Situation. Im ganzen Sinne des englischen Mindfulness, Fullness of the Presence of Mind, die volle Gegenwart meiner geistigen Verfügbarkeit jetzt in diesem Augenblick. Das ist das Geistesgegenwart, das ich meine. Das wäre ein schönes Wort für Achtsamkeit. Das nächste große schöne Wort heißt Gewahrsein. Sich einer Sache gewahr sein, ist eine wunderbare Übersetzung von dem, was der Buddha mit Sati meint. Ein anderes sehr gutes Wort heißt innewert. Es ist weniger bekannt. Es bedeutet, ich werde einer Sache inne. Ich kriege eine intimere Beziehung mit einer Sache. Ja? Ich gehe näher heran, verstehe tiefer, lasse mich mehr ein, bin mehr verfügbar. Es streicht den Beziehungsaspekt sehr schön heraus, der in Sati die größte Kraft hat. Dann, was haben wir noch? Das Wort Vergegenwärtigung, auch ein Klassiker von Janaponika, ist sperrig heute, aber genau dieses Wort deckt einen Teil der Bedeutung von Sati ab, dem die anderen Wörter alle unterschlagen. Und nämlich der Umstand, dass meine Sati etwas zurückholen kann in die Gegenwart. Wenn ihr atmet und dann sitzt ihr da und atmet und der Geist geht nach einer Weile weg von der Atmung, dann gibt es einen Teil von euch, der merkt das. Ja? Der merkt, dass ihr weg seid. Und er merkt, dass ihr weg seid von etwas, was ihr noch erinnert. Versteht ihr? Wenn ihr wirklich weg seid, dann seid ihr weg. Ja? Nächstes, was ihr hört, ist die Glocke. Aber oft finden wir, dass wir weggehen und wir erinnern uns, da war was. Ja? Und diese Fähigkeit zu der Bezugnahme auf etwas, das wir verloren haben, und indem wir dieses erinnern, holen wir es zurück. Ja? Diese Funktion von Sati wird ganz klar beschrieben mit dem Wort Vergegenwärtigung. Wir können uns etwas verloren gegangenes zurückholen, etwas Entglittenes wieder vergegenwärtigen. Ich werde noch andere Wörter brauchen. Manchmal brauche ich schlampigerweise das Wort Aufmerksamkeit. Das ist technisch nicht ganz korrekt. Ich unterscheide Achtsamkeit und Aufmerksamkeit und rede erst dann von Achtsamkeit, wenn Aufmerksamkeit eine fließende, kontinuierliche Qualität erreicht hat. Ich habe gestern Abend etwas von Aufmerksamkeit, von willkürlicher und unwillkürlicher gesagt. Aufmerksamkeit ist quasi die bürgerliche Schwester der adeligen Achtsamkeit, ja, wenn ihr so wollt. Es ist der plebejische Akt der geistigen Zuwendung zu einer Sache. Und wenn der eine bestimmte Übung, eine bestimmte Geschmeidigkeit, eine bestimmte Verfügbarkeit erfährt, dann wird daraus etwas,
was wir sagen, eine fließende Aufmerksamkeit nennen können. Und das beginne ich dann Achtsamkeit zu nennen. Andere Wörter, die ich gelegentlich brauche, sind inneres Augenmerk. Und dann haben wir es ungefähr, ja. Geistesgegenwart, Gewahrsein, Innewerden, Vergegenwärtigung, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, inneres Augenmerk. Das ist alles, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Alle diese Wörter hätten mit demselben Anspruch gute Übersetzungen für das Pali-Wort Sati sein können. Aber lass mich zu den drei Methoden kommen, die uns helfen, mit Hilfe von Achtsamkeit die Erfahrung von Dukkha wirksam begegnen zu können. Die erste, wenn ihr so wollt, Technik ist die, dass ich den Inhalt dessen, was mich schmerzt, verändere. Mit anderen Worten, wenn ich merke, dass in mir Wut aufsteigt und ich merke, dass anhand von wütenden Gedanken in meinem Kopf, dann kann ich mit dem Schmerz, den mir diese Erfahrung bringt, das Unangenehme, wütend zu sein, und das Unangenehme, Gedanken nachzulaufen, die mich noch wütender machen und die mich unzufrieden lassen, dann kann ich den Fokus meiner Aufmerksamkeit einfach in den Körper verlegen. Ich kann den Inhalt meiner Aufmerksamkeit wechseln. Ganz krass. Ich verschiebe den Fokus. Statt dass ich jetzt den wütenden Gedanken nachlaufe, gehe ich in den Körper und spüre etwas, was der Körper spürt. Am besten spüre ich den Teil im Körper, der mit meinem wütenden Denken zu tun hat. Das ist der Idealfall. Ja. Ich kann auch mein Ohrläppchen fühlen. Ich nehme nicht an, dass eure Wut sich im Ohrläppchen manifestiert. Oder ich kann mein Becken spüren und spüren, wie schwer mein Kreuz ist oder wie dicht. Das geht auch. Aber idealerweise gehe ich auf den somatischen Anker meines Ärgers jetzt gerade. Wisst ihr, wo eure Wut ist im Körper? Wisst ihr das? Wisst ihr, wo ihr spürt im Körper, dass ihr wütend seid? Es ist wichtig, dass ihr das wisst, dass wir nicht bei allen von euch im selben Ort sind. Es ist wichtig, dass ihr das wisst, dass ihr diesen Ort kennt und dass ihr wisst, wie sich das anfühlt, wenn ihr wütend seid. Weil euer Kopf wird euch nicht sagen, dass ihr wütend seid. Wenn ich wütend bin, mein Kopf, der sagt nie, du bist wütend. Mein Kopf sagt, ich habe recht. Ja. Aber mein Körper, der sagt mir, dass ich wütend bin. Ja? Wenn wir wissen, wo horchen. Wenn ich an diesen Ort gehen kann und spüren das Unangenehme dort, spüren kann im Körper, dann habe ich eine viel bessere Chance, dass meine Wut sich ändert, dass sie von sehr viel kürzerer Dauer ist und dass ich nicht Unheil anrichte, dass ich mich nicht noch wütender mache, weil im Denken werde ich diese Wut füttern, oder dass ich auf der Grundlage dieser Wut agiere, durch Handeln oder Reden oder Schreiben oder Bloggen oder Simsen oder was auch immer. Oder durch Unterlassungen. Geht auch. Manchmal zeigt sich unsere Wut in Unterlassungen. Das Verschieben meiner Aufmerksamkeit als erste Strategie, mit Dukkha umzugehen. Ich wähle etwas anderes als das, was mir jetzt wehtut oder unangenehm ist. Manchmal ist das plumpe Ablenkung. Manchmal ist es verwandelt, ja. Wenn es euch gelingt, statt wütende Gedanken zu hegen, eure Wut in der Magengrube zu spüren, dann habt ihr eine viel bessere Chance zur Transformation dieser Wut. Also der erste Trick im Umgang mit Aufmerksamkeit ist, dass ich den Inhalt wechsle. Ich verschiebe den Fokus meiner Aufmerksamkeit. Die zweite große Strategie ist, dass ich das Wie meine Aufmerksamkeit ändere. Sagen wir, dass ich für etwas Unangenehmes, was stattfindet, dass ich dort weiter werde. Normalerweise passiert auf unangenehme Erfahrungen, dass wir kontrahieren, ja, wir verkrampfen. Es wird ein bisschen kalt, wir schieben die Schultern hoch, wir beginnen zu frösteln, wir atmen flach. Ja. Das ist ganz normal. Etwas, was uns nicht passiert, wir schieben die Schultern hoch,
Wir ziehen uns zusammen, wir erwarten Schläge und wir gehen in Defensive. Ja? Selbst am Telefon, wenn uns mit Sicherheit niemand hauen wird. Dass ich lerne, statt diesen instinktiv und oft impulsiven Schutzkontraktionen, dass ich denen entgegenwirke. Ja? Dass ich ganz bewusst nicht einfach versuche, meinen Knieschmerz aus dem Knie rauszuschubsen, einfach so raus hier. Ja? Geh einen halben Meter nach vorne, Knieschmerz. Ja? Tu da vorne weh, aber tu nicht mir hier weh. Ja? Diese Bewegung, energetische Bewegung, will ich nicht, raus mit dir, du sollst nicht da sein, das ist nicht gut. Ja? Dass ich diese instinktive Haltung einer unangenehmen Erfahrung gegenüber zu verändern vermag. Zweite Strategie, dass ich zum Beispiel lerne, weit zu werden. Dass ich lerne, etwas nicht zu bekämpfen, was nicht angenehm ist. Mit anderen Worten, hier verschiebe ich nicht den Inhalt, den Fokus meiner Aufmerksamkeit, sondern es ist so, als ob ich die Blende weit mache. Ich sage, okay, du darfst da sein. Ich kann dich nicht wirklich lieben, aber du wohnst jetzt in meinem Knie und du darfst da sein. Ich werde nicht versuchen, dich rauszubuxieren. Ich werde dich nicht bekriegen. Ich werde nicht feindselig mit dir umgehen. Ich gewähre dir mindestens Koexistenz. Das ist wichtig. Das ist schon viel gewonnen. Sagt sie so leicht. Aber die Fähigkeit, meine Aufmerksamkeit von einer feindseligen, kombatanten Aufmerksamkeit in eine wohlwollende, gewährende, willkommen heißende oder zumindest Koexistenz anbietende Aufmerksamkeit zu verwandeln, das ist schon echt viel gewonnen. Die dritte Strategie, nur noch kurz, ist die Strategie, dass ich den Rahmen, in dem diese Erfahrung stattfindet, weitere. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass wir unser Leiden sehr persönlich nehmen, dass wir es eine persönliche Kränkung nehmen, wenn wir graue Haare an unserem Shop vorfinden oder erste Leberflecken oder solche Sachen, das ist es eine persönliche Kränkung meiner Schönheit, meiner Attraktivität, meines Heiratswerts oder was auch immer. Ja. Und in diesem Vorfinden eine Verengung stattfindet und in der Deutung dessen, was das ist und was das jetzt nach sich zieht, dann ist die dritte Strategie die, dass ich diese Deutung hinterfrage. Also ich sage, okay, wer wird hier alt? Ja, wer ist dieses Ich, das jetzt weniger attraktiv ist mit einem Leberfleckchen? Ist das wirklich so? Hat nicht Julianne Moore auch Leberfleckchen? Ja, und dann merkt ihr, passiert etwas, die Verfestigung dieser Psyche, die scheinbar hier die Kränkung erfährt, wird geringer. Die Kontraktion, in der diese Leidenserfahrung stattfindet, wird eine geringere. Wiederum, ich ändere nicht den Inhalt der Erfahrung, ich ändere nicht einmal meine Aufmerksamkeit oder die Kalibrierung meiner Aufmerksamkeit im Umgang mit dieser Erfahrung, ich ändere weder das Was, noch ändere ich das Wie, aber ich ändere quasi meine Beziehung zu dem Teil, der diese Erfahrung macht. Ja. Dieser Teil wird durchlässiger. Dieser Teil in seiner scheinbaren Solidität, ich bin der Kerl, der in meinem Pass steht, ich bin der Kerl, der Akinjano heißt, ich habe diese und diese Geschichte, und natürlich wissen wir, dass das alles nicht stimmt. Kein Mensch ist das, was in seinem Pass steht. Keiner. Wir kamen auf diese Welt ohne einen Namen und dieser Name wird einige von uns wechseln, Namen. Ja. Und ihr wisst, die Träger und die Namen sind nicht dieselben. Nicht einmal die Träger bleiben mit sich identisch. Ja. Die Idee einer festen und unabänderlichen Wesenhaftigkeit im Kern unseres Erlebens ist eine völlige Fiktion. Und unsere dritte Strategie sagt, dass wir lernen, diese Fiktion zu hinterfragen, dass wir den scheinbaren Protagonisten unseres Erlebens in seiner Solidität lernen, als eine Fehlvorstellung zu verstehen. Das, was hier geschieht und ich nicht ändern kann,
dass es geschieht und ich in meine Beziehung nicht mehr umformen kann, das ändere ich dadurch, dass ich das Verhältnis der Erfahrung zu dem scheinbaren erlebenden Subjekt ändere. Weil dieses Subjekt nicht ist, was ich von ihm glaube. Weil dieses Subjekt nicht eine Person ist, nicht ein Wesenskern, nicht eine ontologische Entität, die mit sich selbst identisch Zeit überdauert und der jetzt irgendeine Unwirklichkeit widerfährt. Wir können das ein bisschen praktischer ausführen in den nächsten Tagen. Für heute Abend muss das reichen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und euer Zuhören. Ja?